Heute geht es um Kamek, und zwar diese gefütterten Gummistiefel Snowbuster. Wie ihr seht, in zwei typischen Farbstellungen für Jungs und für Mädchen. Das Besondere daran ist, es ist nicht nur ein gefütterter Gummistiefel, es ist ein richtiger warmer Thermostiefel. Das heißt, diesen kann ich tragen bis minus 30 Grad. Der Kinderfuß ist schön warm eingepackt. Ich habe einen kompakten, profilierten Stiefel. Und natürlich, was natürlich das Tolle ist und wer auch die Wärme bringt, ist dieser besonders dicke Polyesterfilz, den wir hier haben. Das heißt, dieser bettet den Fuß ein und gibt ihm dann letztendlich noch den Halt im Schuh. Deswegen ist nicht die äußere Größe ausschlaggebend, sondern immer die Länge des Innenstrumpfes und auch da dürfte immer noch ein bisschen Platz bleiben. Also, wer was Robustes sucht für Waldkindergarten oder sehr sich viel draußen im Freien bewegt, weil man einen Hund hat zum Beispiel oder so, dann ist das natürlich der optimale Begleiter. Nun gibt es natürlich teilweise pfiffige Eltern, die sagen, ja, dann ziehe ich den danach als Gummistiefel normal an. Wenn der Schuh entweder zu klein geworden ist oder die Jahreszeiten es nicht mehr hergeben, geht nicht. Ganz einfach, Sie sehen es. Der Schuh ist dann mittlerweile so kompakt, das heißt, ich kann ihn nur mit diesem Strumpf tragen. Allenfalls, ich glaube, Sie müssten hier 5 oder 6 Sohlen reinlegen, damit er einigermaßen den Fuß ein bisschen zurückhält. Das geht also nicht, deswegen bitte immer schön mit Socke.